So we are happy to have with us a politician from the local region. Einen Politiker als ersten Redner begrüßen zu dürfen, einen Staatssekretär des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie Sachsen-Anhalt, Klaus Rehder. Klaus Rehder wird die Nachhaltigkeit von Kunststoff und die EU-Kunststoffstrategie und die Kreislaufwirtschaft vorstellen. Nun freuen wir uns auf seinen interessanten Vortrag. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass ich zu der Tagung Biopolymer ein kurzes Eingangsstatement, ein kurzes Grußwort halten kann aus Sicht der Politik, wie wir aus politischer Sicht hier im Umweltministerium des Landes Sachsen-Anhalt die Problematik Nachhaltigkeit von Kunststoffen und auch die Frage der EU-Kunststoffstrategie und der Kreislaufwirtschaft im Zusammenhang mit Kunststoffen sehen. Ich freue mich auch ganz besonders, dass wir ein sehr internationales Publikum haben. Das zeigt, dass dieses Thema ja inzwischen international auch angekommen ist und dass das nicht nur ein nationales Thema für Deutschland ist, sondern dass wir auch international in diesem Bereich sehr viele Verbindungen haben und da auch intensiv zusammenarbeiten. Ja, wenn man sich das anguckt, das Thema Kunststoffe, das ist ja ein sehr breites Thema und ist auch in der Politik immer ein sehr, ich sag mal, umstrittenes Thema. Es wird diskutiert auf verschiedenen Ebenen und man muss einfach sagen, Kunststoffe sind ja aus unserem täglichen Leben nicht wegzudenken und deswegen auch überall präsent. Auf der anderen Seite sind Kunststoffe in der Vergangenheit auch immer wieder in Verruf geraten, gerade deswegen, weil es eben dazu gekommen ist, dass Kunststoffe sich in großer Zahl in der Umwelt wiederfinden, dass wir viele Rückstände von Kunststoffen inzwischen als Mikroplastik und anderen Bestandteilen in unseren Weltmeeren finden, in unseren Flüssen finden. Und deswegen ist natürlich auch die Politik aufgefordert, hier zu handeln und auch bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Wenn man sich die Mengen ansieht, dann können wir konstatieren, dass wir 2019 insgesamt weltweit 370 Millionen Tonnen Kunststoff produziert haben. Wenn man das hochprojiziert mal auf die Gesamtmenge an Kunststoff seit Beginn der Industrialisierung, dann sieht man, dass wir ungefähr 9 Milliarden Tonnen Kunststoff produziert haben, von denen 30% noch in Gebrauch sind, 9% recycelt wurden, 12% verbrannt wurden, aber 79% abgelagert wurden. Das heißt, die große Zahl ist abgelagert worden und den finden wir natürlich an vielen Stellen heutzutage auch wieder. Das zeigt, dass hier Handlungsbedarf ist und dass wir einfach mit Kunststoffen zukünftig besser und auch verantwortungsvoller umgehen müssen. Und das ist auch Ziel der politischen Agenda, die wir und auch die EU vor allen Dingen sich auf die Tagesordnung geschrieben haben. Da geht es nämlich darum, dass wir im Kunststoffbereich mehr Nachhaltigkeit wollen und auch eine größere Kreislaufwirtschaft haben wollen. Und das ist ja, denke ich, auch genau in Ihrem Interesse, auch im Interesse dieser Tagung, dass man solche geschlossenen Kreisläufe auch zukünftig anstrebt. Ziel der EU ist es, wie gesagt, diese Nachhaltigkeit zu erreichen. Und deswegen hat man 2018 bereits eine EU-Strategie für Kunststoffe entwickelt und herausgegeben, die eigentlich klare Zielstellungen hat. Und eine dieser Zielstellungen ist, dass wir bis 2030 eine komplette Recyclingfähigkeit aller eingesetzten Kunststoffe haben wollen. Ob man und wie man das erreicht, da gibt es jetzt natürlich verschiedene Schritte und da ist man jetzt gerade dabei, auch diese Schritte zu versuchen zu gehen. Um das ein bisschen stärker zu untersetzen, hat die EU 2020 nochmal einen Aktionsplan Kreislaufwirtschaft herausgegeben, der nochmal explizit auch nochmal genau auf diese Fragen im Zusammenhang mit Kunststoffrecycling und den Einsatz von Kunststoffen auch nochmal Bezug nimmt. Wir sehen in diesem zusätzlichen Aktionsplan auch nochmal die Möglichkeit, dass da gefordert wird, insbesondere im Bereich der Biokunststoffe, bestimmte Definitionen endlich mal auch einzuführen und vorzunehmen. Das ist ja einer dieser Knackpunkte, die wir immer haben, auch gerade in dieser Biokunststoffdebatte,
dass bestimmte Definitionen noch gar nicht ganz klar sind. Die Europäische Kommission hat sich deswegen zum Ziel gesetzt, Klarheit in diese Debatte zu bringen und eindeutig zu regeln, welche Kunststoffe als biologisch abbaubar, welche Kunststoffe als biobasiert, welche Kunststoffe als bioabbaubar und so weiter definiert werden dürfen und welche Lebenszyklusanalysen und so weiter dahinter stehen. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz wichtige Definition, um irgendwie auch mal ein bisschen mehr Klarheit in diese Debatte zu bringen und auch diese Frage des Materialeinsatzes und auch die Frage, was können wir eigentlich unter den verschiedenen Kunststoffgruppen dann verstehen, um da auch nochmal das deutlich zu machen. Denn nichts ist schlimmer, als wenn man da so eine Vermischung verschiedener Bereiche vornimmt. Die Politik wird sich da natürlich daran ausrichten. Und wenn man sich das im Moment, die aktuelle Situation anguckt, sieht man natürlich, dass da auch bestimmte Regelungen noch deutlich fehlen. Wir haben, wenn wir das Ziel haben, Kunststoffe nachhaltiger einzusetzen, den Lebenszyklus zu verlängern oder auch zu verbessern, auch Biokunststoffe einzusetzen, müssen wir einfach feststellen, dass wir im Moment dafür noch keine geeigneten Sammelsysteme haben, dass wir auch dafür im Moment noch keine rechtlichen Vorgaben haben, dass sowas auch getrennt gesammelt werden soll. Das sind alles Aufgaben, die uns noch bevorstehen und wo wir noch unsere Hausaufgaben, das will ich ganz klar sagen, auch noch machen müssen. Wir sind da schon auf dem Weg, aber es ist, glaube ich, es gibt da noch eine ganze Reihe an offenen Fragen zu klären, insbesondere die von mir eingangs erwähnte Frage der Definition dieser verschiedenen Kunststoffe. Wenn man eine Kunststoffdebatte führt und nachhaltige Kunststoffe, Verwendung auch von Kunststoffen stärker in den Vordergrund rückt, dann stellen sich natürlich ganz bestimmte Aufgaben. Und diese Aufgaben, denke ich, werden auch vor Ihnen stehen, wenn Sie über den Prozess diskutieren, wie kann man Biokunststoffe einsetzen, wie kann man Biokunststoffe stärker zukünftig in den Gebrauch bringen. Das eine ist, dass immer wieder gefordert wird, und das werden wir auch beibehalten, dass eine Mehrfachverwendung möglichst angestrebt werden muss. Das heißt, man versucht, diese aufwendig hergestellten Kunststoffe auch dann mehrfach in der Verwendung zu belassen und auch wieder zu verwenden. Wenn das nicht möglich ist, ist der nächste Schritt natürlich eine Recyclingfähigkeit, die möglichst umfassend ist. Ich hatte ja schon erwähnt, dass die EU anstrebt, bis 2030 möglichst 100% der Kunststoffe auch in der recyclingfähig zu haben. Das ist dann der nächste Schritt, der dann auch natürlich notwendig ist. Wichtig ist auch, wenn man recycelt, dass eine Mehrfachnutzung der eingesetzten Rohstoffe möglich ist. Da gibt es natürlich verschiedene Verfahren und das ist sicherlich auch noch eine Frage der Forschung und der industriellen Entwicklung. Aber das wird auch angestrebt, also eine Mehrfachnutzung der eingesetzten Rohstoffe. Nicht zuletzt steht natürlich diese ganze Debatte und diese ganze Diskussion auch unter der Überschrift des Green Deals, den die EU im Moment verabschiedet hat. Man versucht also auch bezüglich der Herstellung und des Einsatzes von Kunststoffen den CO2-Fußabdruck, der damit im Zusammenhang steht, möglichst zu minimieren. Und das ist natürlich, glaube ich, die große Chance auch für Biokunststoffe, da Fuß zu fassen, da stärker sich im Markt zu etablieren, weil gerade in dem Bereich natürlich der CO2-Ausstoß, wenn man weggeht von den, ich sag mal, fossilen Einsatzstoffen hin zu Bio-Einsatzstoffen, da natürlich eine deutliche Verringerung erreichen kann. Damit im Zusammenhang steht natürlich auch, dass man versucht, die biologische Abbaubarkeit von Biokunststoffen stärker in den Blick zu rücken, auch insgesamt zu verbessern. Das ist, denke ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Der steht auch im Zusammenhang mit der Frage,
Welche Additive setzen wir ein, um Kunststoffe auch möglichst gebrauchsfertig oder anwenderfreundlich zu haben? Auch diese Additive sind natürlich in den Blickpunkt geraten, weil es da auch Stoffe gibt, die problematisch in der Umwelt sind. Auch die sollen natürlich stärker zukünftig umweltverträglich und wenn es geht auch biologisch erzeugt oder auch mindestens abbaubar sein. Das ist eine ganze Palette von Aufgaben, die da vor uns steht und die vor allen Dingen vor Ihnen steht im Bereich der Industrie und der Entwicklung von neuen Verfahren und von neuen Einsatzgrundsätzen auch für den Kunststoffbereich. Und das ist uns schon klar, dass das eine große Aufgabe ist. Deswegen versucht die Politik da natürlich, Sie als Entwickler in der Forschung, aber auch im Aufbau von bestimmten Strukturen, von industriellen Produktionen zu unterstützen. Wir haben im mitteldeutschen Bereich da eine ganze Reihe von Ansiedlungen, die sich in diesem Bereich inzwischen etabliert haben, die da bestimmt interessante und auch zukunftsweisende Investitionen getätigt haben. Und ich bin froh, dass wir im mitteldeutschen Bereich auch dieses Netzwerk OBIO haben, wo sich diese Initiativen zusammenschließen. Denn es wird, und das ist auch unsere Einschätzung, es wird nicht funktionieren, dass jeder da so einen Einzelkampf führt, sondern es ist notwendig, dass die Interessen gebündelt werden, aber auch die Erkenntnisse gebündelt werden und dass man da gemeinsam an einem Strang zieht. Wir werden von Seiten der Politik versuchen, diese Entwicklung, die sich da jetzt abzeichnet, zu unterstützen. Wir werden sicherlich auch gucken müssen, wenn es darum geht, biologisch erzeugte Kunststoffe einzusetzen und zu produzieren, dass keine Konkurrenz entsteht. Das ist ja immer die große Diskussion. Nehmen jetzt die, ich sag mal, pflanzenbasierten Rohstoffe an irgendeiner Stelle im Agrarsektor so viel Platz ein, dass dann die Nahrungsmittelproduktion darunter leidet. Das ist sicherlich auch eine politische Diskussion, die wir führen müssen und wo wir auch nochmal gucken müssen, dass es da keine Konkurrenz gibt. Aber ich halte insgesamt dieses ganze Thema für sehr, sehr wichtig. Es wird notwendig sein, wenn man die Ziele der EU und der Politik erreichen will, in dem Bereich da vorwärts zu kommen, dass im Bereich der Biokunststoffe viel, viel mehr Potenzial ist, als wir im Moment schon gesehen haben, dass sich dieser Bereich auch weiterentwickeln wird, weiterentwickeln muss. Und ich denke, dass wir damit dann, wenn wir da gute Lösungen finden, auch gemeinsam zukünftig eine nachhaltige und auch eine sehr effiziente und CO2-arme Entwicklung von Kunststoffen hinbekommen, die uns sowohl im Verpackungssektor als auch in den anderen Einsatzbereichen von Kunststoffen zukünftig weiterhilft und die diese Problematik deutlich entschärft. Insofern wünsche ich der Tagung viel Erfolg, wünsche Ihren Projekten sehr viel Erfolg und hoffe, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle dann wiedersehen und dann auch gemeinsam bestimmte gute Projekte auch weiterführen können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir danken den Staatssekretär Klaus Reda, den Minister Hart Reda für seine Beiträge und wir haben immer sehr interessante Beiträge von den Politikern zu diesem Thema.